Ich wog letztes Jahr ungefähr 13 Kilo mehr als das Jahr davor und ich wiege jetzt wieder 15 Kilo weniger als letztes Jahr. Wieso? Dass jeder irgendwie seinen Senf zu meinem Körper geben muss. Wenn man zunimmt, dann hat man ja eigentlich versagt. Das habe ich ja schon mit 12 gesagt bekommen. Wofür mache ich das eigentlich? Ich will ja, dass andere das sehen. Ich habe abgenommen. Das fällt anderen Menschen auf. Es fällt Menschen so sehr auf, dass sie es ständig kommentieren müssen. Unter jedem Video, das nichts mit meiner Figur zu tun hat. Und bei jedem Kommentar frage ich mich aufs Neue, wieso? Wieso haben Menschen das Bedürfnis, den Körper anderer zu bewerten, zu kommentieren? Wie fühlt man sich, nachdem man sowas schreibt? Ich möchte euch heute in diesem Video auf jeden Fall erzählen, wie ich mich auf der anderen Seite fühle. Also, wenn man ständig solche Kommentare bekommt. Egal, in welche Richtung sie gehen. Denn ich wog letztes Jahr ungefähr 13 Kilo mehr als das Jahr davor und ich wiege jetzt wieder 15 Kilo weniger als letztes Jahr. Zum Zunehmen habe ich auch ein ganzes Video gemacht, das kann ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken. Ich war mein ganzes Leben lang eher schlank. So schlank, dass ich mir das auch immer wieder anhören durfte. Entweder, wow, siehst du toll aus, hast du mal überlegt, Model zu werden? Wenn du älter wirst, dann wirst du auf jeden Fall Model. Das habe ich mir mit 12, 13 schon regelmäßig anhören dürfen. Und das sind im ersten Moment wirklich lieb gemeinte Komplimente. Man hört das in dem Moment natürlich auch ganz gerne. Wenn mir das immer wieder gesagt wird, denke ich mir so, oh mein Gott, irgendwie ist da was dran. Auch wenn ich selbst gar nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, mir selbst sowas niemals gedacht habe. Ich denke, jeder, der das gesagt hat, meint es super gut und findet es sehr erstrebenswert, sowas gesagt zu bekommen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch immer wieder Kommentare in die Richtung, iss man Burger? Oh mein Gott, Mädchen, an dir ist ja gar nichts dran. Isst du überhaupt was? Du isst bestimmt den ganzen Tag gar nichts, oder? Als ich so jung war, da sah ich auch noch so aus. Pass du mal auf, wenn du so 30 wirst, ab dann geht's bergab. Ich selbst habe halt einfach damit gelebt, dass mir ständig irgendwas gesagt wird, dass jeder irgendwie seinen Senf zu meinem Körper geben muss, schon mit, keine Ahnung, 12 Jahren oder so. Egal ob Kompliment oder irgendwie ein passiv-aggressiver Kommentar, weil man mit sich selbst unzufrieden ist oder weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall war ich auch schon mit 12, 13 nicht zufrieden mit meinem Aussehen. Und wieso ist ein 12-jähriges Mädchen nicht zufrieden mit ihrem Aussehen? Wieso macht sie sich überhaupt einen Kopf darum, wie sie aussieht? Sie ist 12. Wenn man 12 ist, dann, keine Ahnung, sollte man einfach noch genießen, dass man ein Kind ist. Mich kommen Selbstzweifel und solche Gedanken in den Kopf des Mädchens genau durch durch ganz viele Kommentare. Durch so dumme, beiläufige Kommentare. Egal, ob gut gemeint oder nicht. Das Ding an solchen Kommentaren ist natürlich auch, wenn du die eine Zeit lang die ganze Zeit gesagt bekommst und von jetzt auf gleich gar nicht mehr, dann denkt man sich auch so, sehe ich jetzt nicht mehr so aus wie mit 12? Jetzt bin ich 14 und auf einmal wird mir das nicht mehr gesagt, dass ich mal einen Burger essen soll oder so, oder dass ich Model werde. Dann denkt man wieder noch mehr darüber nach. Als ich in dem Alter war, gab es Social Media noch nicht so richtig. Ich habe dann eher sowas durch Zeitschriften noch gesagt bekommen. Hier, in 7 Tagen, so wirst du Zellulite los und Bikini-Figur und keine Ahnung was. Es wurden irgendwie Bilder von Promis gezeigt, wo steht, oh, die hat sich aber ganz schön gehen lassen. Und es war ein ganz normales Bild von ihr. Und man denkt sich so, I think this is affecting me mentally. Like long-term shit, it's gonna fuck with me. I think that this is gonna fuck me up. So we all know how in the early 2000s, so many female celebrities were being fat shamed when they literally weren't fat and were skinny, like this photo of Jessica Simpson. Or this time period with Tyra, but we were also doing this with men. And I don't know why I didn't realize this until it came up on my Twitter, but this is what we considered comedically obese. Like, haha, this is the fat guy. Like, that's Dad Bod 101. And then this post went on, and I also remember being a kid and being like, oh yeah, that's a big man. And then we have Jack Black. Like, I remember in this movie, they made fun of his weight so much that he was the fat guy. Look at that jawline, it has shape. This is a skinny Jack Black. Oder durch kleine Jungs, die zu einem kommen in der 6. Klasse und sagen, guck mal, das ist die mit dem dicken Bauch. Das wurde tatsächlich mal zu mir gesagt von einem Mitschüler und das ist immer noch in meinem Kopf drin. Woohoo! Und das ist nur meine Sicht, meine Erfahrung in dem Alter. Die meisten Mädchen haben ähnliche Erfahrungen gemacht mit Kommentaren ihres Körpers, egal wie der Körper aussah. Dass immer wieder Menschen ihren Senf dazugeben. Auf jeden Fall, letztes Jahr habe ich bewusst angefangen zuzunehmen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich irgendwie gecheckt, wie das geht. Und ich finde es von mir selbst auch irgendwie dumm, dass ich immer wieder dazu sagen möchte, dass es bewusst war. Weil wenn man zunimmt, dann hat man ja eigentlich versagt. Das habe ich ja schon mit 12 gesagt bekommen. Dass ich bloß aufpassen soll, nicht zuzunehmen. Deswegen, ich wollte aber zunehmen. Und deswegen habe ich immer gesagt, yo, ich nehme gerade zu. Aber das ist bewusst, ich möchte das. Leute, ich habe hier nicht versagt in meinem Leben. So. Ja, Kaya, da würde ich auch...
Ich wusste gar nicht, dass man Kaya da so sieht. Das war schön geplant. Süß bist du. Danke. So, also ich habe vor 2 Jahren mit Kraftsport angefangen, mich vor allem letztes Jahr nochmal sehr viel mit Muskelaufbau beschäftigt, meine Ernährung dann in diese Richtung umgestellt, meine Kalorien erhöht, alles getrackt, die Muskeln sind gewachsen. Es ist auch Fett dazugekommen. Ich war komplett zufrieden damit. Ich habe es geliebt. Ich habe so richtig beim Training, ich hatte so viel Kraft. Ich habe mich super wohl in meinem Körper gefühlt. Jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, dachte ich mir so, geil. Und das hatte ich noch nie so lange. Es gab sonst immer, das war sonst immer ein Auf und Ab von an dem einen Moment fühle ich mich schön, an dem anderen nicht. Und da war ich so richtig die ganze Zeit einfach zufrieden mit mir. Und es war auch komplett unabhängig davon, wie ich aussah. Ich fand einfach alles schön und hab's akzeptiert. Ich musste mir neue Klamotten kaufen, weil nichts mehr gepasst hat. Ich habe Videos dazu gemacht. Ich wollte euch das irgendwie mitteilen, dass egal wie man aussieht, weil mir ja immer gesagt wird, das ist nicht das Ideal. Aber hä, wie kann das nicht das Ideal sein, wenn das die Phase ist, in der ich mich gerade am besten fühle? So. Das ist für mich anscheinend das Ideal. Leute, scheißt auf Kommentare, macht einfach das, worauf ihr Bock habt und irgendwie funktioniert das. Ja, aber leider hat es dann auch bei mir doch nicht für immer funktioniert, auf Kommentare zu scheißen und so glücklich zu sein. Übrigens, wenn ihr jetzt bei den ganzen Bildern, die ich hier einblende, das Bedürfnis habt, mir zu schreiben, boah, in der Phase sahst du aber wirklich am besten aus und keine Ahnung was, genau das ist das Problem. Niemand muss deine Meinung über einen anderen Körper wissen. Es ist komplett unwichtig, was du von einem Körper hältst. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, anderen diese Meinung aber mitzuteilen, dann denkt mal in euch hinein, woher dieses Bedürfnis kommt. Weil ich habe wirklich noch nie irgendwie ein Bild oder ein Video von wem gesehen und mir gedacht, boah, der muss ich jetzt schreiben, dass ich ihre Figur nicht so gut finde. Oder fragen, oh, hast du zugenommen? Oh, hast du abgenommen? So, irgendwoher muss das ja kommen. Und ich weiß, solche Kommentare haben meistens mit einem selbst zu tun, mit den Problemen, die man so selbst im Leben empfunden hat. Wir kommen am Ende noch dazu, was man denn überhaupt noch sagen darf heutzutage. Geht mal googeln! Auf jeden Fall fingen dann die Kommentare an. Es sind Kommentare dazugekommen, die ich früher nie gelesen habe. Von wegen, yo, du hast ja voll zugenommen, du machst doch so viel Sport, wie kann man so aussehen, wenn man so viel Sport macht? Du machst es wahrscheinlich nicht richtig, inkonsequentes Training, schlechte Ernährung. Ein kleiner Keks auf dem Weg zum Fitnessstudio. Obwohl ich nie danach gefragt habe, immer nur einfach gezeigt, was ich mache und das war's eigentlich. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, dass man sich nicht mit Fitness-Influencern vergleichen sollte, weil das nicht die Realität ist. Ich habe immer versucht, meine Realität zu zeigen, ein bisschen davon runterzuholen, dass man sich nur mit Fitness-Influencern vergleicht, weil ich das getan habe und weil mir das nicht gut getan hat und mir das bis heute nicht gut tut. Weil es gibt immer noch viel zu viele Fitness-Influencer oder allgemein Influencer, die nur die schönen Seiten zeigen, die nur die besten Winkel zeigen, obwohl ich weiß, wie es ist, vergleiche ich mich da trotzdem manchmal mit und dann zweifle ich doch an allem so. Und dann kommen zusätzlich noch Kommentare von anderen so. Und wie krass ist es bitte, dass ich den Körper, den ich vorher so sehr geliebt habe, mit dem ich komplett zufrieden war, übrigens, es dreht sich nicht alles in meinem Leben nur darum, das ist so ein kleiner Teil meines Lebens, aber ich finde es super wichtig, darüber zu reden, weil ich auch weiß, dass es einen viel größeren Teil einnehmen kann. Aber wie krass ist es bitte, dass ich diesen Körper, in dem ich mich vorher so wohl gefühlt habe, den ich so geliebt habe, ich hatte noch nie so eine lange Phase, wo ich nichts an mir auszusetzen hatte, auf einmal mit ganz anderen Augen gesehen habe, obwohl sich am Körper direkt nichts verändert hat. Und ich wünschte, ich wäre stark genug, nicht auf andere Meinungen zu hören. Aber ich glaube, kaum jemand ist dafür stark genug. Es muss nur ein falscher Moment treffen, man muss nur irgendwo ein falsches Bild sehen. Und auf einmal denkt man sich so, ah, irgendwie will ich doch nicht mehr so aussehen. Ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwie 4-mal die Woche ins Gym zu gehen, da alles zu geben, um am Ende, also im Gym, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, in so Sportklamotten und so, vor allem bei dem guten Gymlicht, in den Spiegeln, da dachte ich mir jedes Mal so, krass, was du für Muskeln aufgebaut hast. Zu Hause in Alltagsklamotten, zusätzlich mit den Kommentaren, dachte ich mir so, ja, die haben recht, man sieht ja gar nicht, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Wofür mache ich das eigentlich? Ich will ja, dass andere das sehen. Eigentlich habe ich es nur für mich gemacht und war voll zufrieden damit, aber jeder muss ja seinen Senf dazugeben und man kriegt jeden Tag Kommentare und so. Typische Fitnessgirls sehen ja ganz anders aus. Es ist super erstrebenswert, dass man kein Gramm Fett an diesem Körper sieht und dass man so definierte Muskeln hat als Frau, aber auch nicht zu definiert. Richtig. Ja, und als ich dann ungefähr 10, 12 Kilo wieder abgenommen habe, kriege ich auf einmal Kommentare in die Richtung, boah, man sieht voll, wie dein Körper über die letzten Monate immer fitter und sportlicher geworden ist. Weiter so, das sieht richtig gut aus.
I think this is affecting me mentally. Habe ich danach gefragt. Auf einmal kriege ich Komplimente dafür, dass ich immer fitter und sportlicher werde, dass ich ja so hart trainiere. Das ist so ein Ding. Ich habe nicht härter oder mehr im Gym trainiert. Ich habe versucht, genauso wie vorher zu trainieren. Ich habe einfach nur wieder weniger gegessen. Das war's. Und Leute denken, nur weil ich jetzt dünner bin, bin ich fitter und sportlicher. Und ich kann euch sagen, dass mein Körper jetzt definitiv nicht fitter und sportlicher ist als letztes Jahr mit den 13 Kilo mehr. Also insgesamt fit wahrscheinlich schon, weil ich halt regelmäßig die ganze Zeit Sport mache. Da wird man natürlich ein bisschen fitter über die Zeit. Aber als ich die 10, 15 Kilo mehr wog, war ich so viel stärker. Ich habe mich wirklich eine Zeit lang fast von Woche zu Woche steigern können in meinen Gewichten. Ich habe wirklich immer mehr geschafft und dachte so, oh mein Gott, wow. Seitdem ich jetzt wieder esse wie vorher, ich kann nicht mehr höher gehen. Ich habe kaum Kraft, mich zu steigern. Bei manchen Übungen passiert es super langsam und bei anderen Übungen passiert es gefühlt gar nicht. Ich trainiere seit einem Jahr Brust mit 20 Kilo und ich kann mich nicht steigern. Es geht einfach nicht. Ich schaffe nicht mehr. Und sowas zu hören, fühlt sich dann erst recht danach an, so, ja, super. Ich werde jetzt als fit und sportlich gesehen in den Monaten, in denen ich gar nicht mehr so fit und Ich werde als fit und sportlich gesehen in den Monaten, in denen ich mich gerade gar nicht steigern kann, weil ich am Abnehmen bin. Nur weil mein Körper jetzt dem Ideal entspricht und da überhaupt nicht, weil kein Fitness-Influencer sich so zeigt und so aussehen will. Weil man vor allem durch Social Media, aber ich will gar nicht immer so Social Media schlecht reden. Es war schon immer so, es gab immer Trends. Keine Ahnung, in den 2000ern war es Trend, keinen Arsch zu haben. Dann kam Kim Kardashian. In jeder Zeitschrift wird jeder Frau gesagt, wie sie auszusehen hat, was scheiße aussieht, was übergewichtig ist und man vor allem heutzutage seinen Körper täglich mit so vielen wunderschönen Idealfrauen vergleicht, die ihre besten Videos und Fotos hochladen, aus den besten Winkeln, vielleicht sogar noch bearbeitet. Und das vergleicht man dann mit seinem Körper, den man in jedem Winkel und Licht kennt. Ich habe glücklicherweise meiner Meinung nach nie ein ungesundes Verhältnis zu Essen bekommen. Ich habe mir nie was verboten. Ich esse immer noch, worauf ich Lust habe. Ich finde es ganz schlimm, in gesund und ungesund zu kategorisieren. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob in der heutigen Zeit überhaupt ein komplett gesundes Verhältnis zu Essen existieren kann. Heutzutage haben wir ja wenigstens noch ein paar Influencer, die ihren Körper in allen Winkeln und Formen zeigen. Ich bin jedem Influencer dankbar, der regelmäßig die Realität zeigt. Und ich weiß, dass das nicht so einfach ist, weil ich ja das Gleiche letztes Jahr durchgemacht habe. Ich habe immer versucht, das herauszutragen, wie ich mich fühle, gezeigt, wie mein Körper in allen Winkeln und Formen so aussieht. Und dann wird mir an den Kopf geworfen, dass ich einfach nur Ausreden suche und nicht hart trainiere. Ich habe in der Zeit, in der ich so zugenommen habe, tatsächlich die strikteste Ernährungsform gehabt, die ich je hatte. Aber auch da habe ich so gelebt, dass ich trotzdem glücklich und zufrieden mit dem Thema Essen bin. Außer wenn ich mir jeden Morgen meinen Quark oder meinen Porridge reingeschaufelt habe, um schon mal direkt die Hälfte meiner Proteine reinzukriegen. Das war nicht so geil, aber dafür konnte ich dann den restlichen Tag essen, wie ich wollte. Und was wir in dieser ganzen Sache auch nicht vergessen dürfen, Leute, ich sah so aus. Und das wurde schon als zu viel bezeichnet. Das wurde bezeichnet als ob du ins Fitnessstudio gehst. Jetzt wird mir gesagt, wow, du bist so eine Motivation in den letzten Monaten geworden, weil du nicht mehr so aussiehst. Und keine Ahnung, irgendwie bin ich ja jetzt auch Teil des Problems und ich habe super lange überlegt, ob ich überhaupt ein Video dazu mache, ob ich es ansprechen will, weil ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe und ich fühle mich richtig gut und irgendwie denke ich mir so, wie konnte ich letztes Jahr irgendwie die ganze Zeit versuchen, ein Vorbild darin zu sein, wenn ich es am Ende irgendwie dann doch nicht geschafft habe und jetzt wieder so aussehe. Aber ja, wäre halt alles nicht so ein Problem, wenn man einfach andere Körper nicht kommentiert. Das ist nämlich auch der Punkt, wieso auch gut gemeinte Komplimente meistens total unnötig und übergriffig sein können. Komplimente in Richtung, wow, du wirst irgendwann Model, du siehst toll aus, so, die man mit 12 kriegt, weil dann fängt schon an, dass man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, wie man aussieht. Hello, du. Hi, Mas. Bist du gestresst? Lass mich mal hier liegen. Müsst du mich ein bisschen beruhigen? Ja, genau. Vielen Dank. Kein Ding. Das ist sowieso alles ziemlich unterbewusst im Kopf. Ich habe mich ja jetzt hier auch hingesetzt und das alles mal runtergeschrieben. So bewusst denke ich da auch nicht den ganzen Tag oder mein ganzes Leben drüber nach. Aber ich glaube, es ist super hilfreich, da mal einfach drüber zu reden. Es soll einfach nur verdeutlichen, wie dumm es ist, den Körper anderer zu bewerten, zu kommentieren. Das ist auch eigentlich das Einzige, was ich in diesem Video mitgeben möchte. Ich glaube, wenn niemand mehr den Körper von anderen kommentieren und bewerten würde, dann gäbe es kaum einen Menschen, der sich in seinem Körper schlecht fühlt.
Weil jeder Makel, den man so hat und über den man nachdenkt, hat meistens den Ursprung aus so einem Kommentar. Also entweder man hat wirklich direkt was gesagt bekommen oder man hat irgendwo mal gelesen, dass so wie du aussiehst, anscheinend ein Problem ist. Es gibt so eine allgemeine Regel, die ich super cool finde, und zwar: sprich nur etwas an, wenn man es in 5 Sekunden ändern kann. Zum Beispiel, jemand hat was zwischen den Zehen, dann kannst du der Person das sagen, oder irgendwo ein Popel hängen oder der Hosenstall ist offen oder so. Das kann die Person ändern. Sowas am besten immer direkt ansprechen. Aber alles andere, wieso? Also, nee. Und jetzt denken sich wahrscheinlich einige so: oh mein Gott, man darf heutzutage ja gar nichts mehr sagen. Nein, ich sag euch, was man sagen darf. Es ist super unangebracht, jemandem zu schreiben: wow, hast du toll abgenommen, wenn du nichts über diese Person weißt, wenn du nicht weißt, wieso sie abgenommen hat, wenn du nicht weißt, wie sie sich vorher gefühlt hat. Das ist kein Kompliment in dem Moment. Wenn die Person das von sich aus anspricht, so: ja, das war mein größtes Ziel und ich habe endlich die 10 Kilo abgenommen und keine Ahnung, dann kann man das befürworten und sagen: ja, ich finde wirklich, du strahlst, du siehst toll aus. So in die Richtung halt, wisst ihr? Das sind so Komplimente, über die sich wahrscheinlich jeder freut und ohne, dass das irgendwelche unterbewussten komischen Gedanken macht. So: du hast eine tolle Ausstrahlung. Das hört jeder gerne. Wow, du bist super lustig. Hallo, beste Komplimente. Ich liebe dein Outfit. Nicht irgendwie noch so ein Beisatz von wegen: ja, also mir stehen diese Kleider gar nicht, da kommen mir mal meine Oberschenkel raus, aber bei dir sieht das ganz toll aus. Nee, finde ich jetzt nicht so ein geiles Kompliment. Dann denkt man direkt so: oh mein Gott, die Person fühlt sich in sowas nicht wohl. Sollte ich mich auch in sowas nicht wohlfühlen? Boah, kennt ihr auch diese Menschen, die einem so sagen: oh, was ist los mit dir? Du siehst irgendwie voll krank heute aus, du bist so blass. Da könnte ich auch jedes Mal ausrasten. Nein, Brigitta, das ist einfach nur mein Gesicht. Ich habe mich heute einfach nicht geschminkt. Mir geht's gut. Danke. Ab jetzt werde ich jedes Mal an diesen Moment denken, wenn ich mir überlege, ob ich heute mal ungeschminkt rausgehe. Ja, was nehmen wir mit? Am Ende wird es einfach jedem Menschen besser gehen, wenn man sich wirklich sicher sein kann. Niemand wird was zu meinem Körper sagen, egal wie ich aussehe. Vor allem, es juckt die meisten ja auch gar nicht. Aber dann gibt es trotzdem immer noch diese Momente und diese Menschen, die dann was sagen. Und die wissen gar nicht, wie so ein kleines Kommentar auf Dauer, was es auslösen kann. Das war für die Person nur so, die Person vergisst das in 10 Minuten, dass sie das gesagt hat, aber die Person, die das gesagt bekommen hat, die wird da vielleicht 20 Jahre dran denken, so. Das ist so alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Sorry, dass ich euch jetzt nicht gesagt habe, wie ich abgenommen habe oder so. Passt einfach darauf auf, wem ihr folgt. Entfolgt allen Kanälen, die euch nicht gut tun. Entfolgt auch mir, wenn ihr euch zu viel mit mir vergleicht oder so. Wenn ich euch gerade nicht gut tue, sage ich immer wieder. Und bitte kommentiert nicht den Körper anderer Menschen. Das war's mit diesem Video. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ist heiß und ich will